Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ja, in der letzten Folge habe ich zugegeben ein bisschen rumgepimmelt, aber wir haben uns wieder ein bisschen expandiert, indem wir den Weg zu dieser netten Gegend hier freigelegt haben. Ne, am Kartentisch wieder mit der Hilfe der Soldaten, der Armee der Inquisition, und jetzt sind wir da irgendwie auf dunkle Brut gestoßen, beziehungsweise die haben wir ja vorhin schon gesehen. Das wurde jetzt untersucht und wurde bestätigt. Man hätte es nie gedacht. Die kommen aus Ruinen. Was ganz Neues. Okay. Nee, also die kommen aus den Ruinen raus. Surprise, surprise. So wie wir es im Prinzip in den letzten beiden Spielen und inklusive DLC auch immer gemacht haben. Aber kann man ja nicht wissen. Und ja, da muss man natürlich erstmal wieder den Weg freilegen. Da steht jetzt auch wieder so eine Brücke, wie wir es schon mal hatten. Weil diese Sumpfgase wohl doch ein bisschen eklig sind. Keine Ahnung, vielleicht riechen sie besonders schlecht. Na, vielleicht hat da vorher einer Eier gegessen oder so. Oder es wäre giftig, aber ich glaube, ersteres kommt besser hin. Ja, ja, also wird schon so sein, oder? Ja, ich mache noch einmal den Wink kurz, aber nicht so lang wie in der letzten Folge natürlich. Thema Sendeplan ist ein interessantes Thema für mich. Solltet ihr natürlich in der letzten Folge schon was dazu geschrieben haben, dann könnt ihr das wahrscheinlich nicht mehr hören. Und es interessiert euch auch nicht mehr, aber wenn jetzt irgendwer drauf ist, der sich's irgendwie nicht angeschaut hat oder nicht mehr dran gedacht hat, gebt mal Feedback zum Thema Sendeplan, wie er dazu steht. Sprich, wieder fixe Zeiten. Meinetwegen, wie habe ich das Beispiel gemacht? Sagen wir mal, jeden Dienstag kommt Dragon Age oder so. Ja, da können wir uns noch eine Uhrzeit aussuchen, so zwischen 16 und 18 Uhr vielleicht. Und dann passt das. Aber wie gesagt, es kann halt auch mal sein, dass ich mich an den Sendeplan nicht immer 100% halten kann, weil wegen Arbeit, keine Zeit, Stress, Druck, Zeitdruck und so weiter. Derzeit mache ich es ja wie gesagt so, dass ich halt das online bringe, was ich gerade so habe. Ob das jetzt eine regelmäßige Rotation ist oder nicht, ist mir dann da egal gewesen bisher wieder. Weil ich mir dachte, besser irgendein Video als gar keins. Also irgendein Video ist natürlich auch übelst negativ formuliert, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich mir bei meinen Videos keine Mühe geben würde oder so. Nee, nee. Aber ich habe mir da jetzt in letzter Zeit kaum noch Gedanken gemacht in der über die Abwechslung, über die Rotation. Und ich habe so das Gefühl, die Views, die gehen teilweise so ein bisschen Achterbahn fahren. An manchen Tagen explodiert es enorm. Oder beziehungsweise es kommen welche sehr spät nach. Meinetwegen, wenn das Video schon eine Woche online ist, bewegt sich es dann nochmal weiter. Zumindest bei der Bewegung schließe ich mal darauf, dass halt einige von euch vielleicht das manchmal so ein bisschen übersehen, weil es halt auch nicht regelmäßig ist. Ja, dass man sagen kann, hier, meinetwegen, Mittwoch, 17 Uhr kommt Dragon Age. Wenn das bekannt wäre, dann könnte man da wahrscheinlich eher mitarbeiten. So, jetzt gucken wir mal. Naja, das war eigentlich schon alles. Mehr will ich dazu erstmal gar nicht sagen. Außer vielleicht nochmal der Wink, guckt bei Twitch rein, da bin ich auch. So. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich es nicht versaue. Weil ich glaube, den Stern dürfen wir gar nicht ja. Was auch immer. Warte mal, jetzt machen wir mal diesen. Ich glaube, ich habe es schon verschissen, kann das sein? Warte mal. Ja, das ist verkackt. Im Prinzip, den hätte ich wohl auch nicht andingsen dürfen. Andingsen vor allem, ne? Cooles Wort. So, jetzt machen wir es mal so. Den hier, dann diesen hier. So, jetzt haben wir das Eck unten schon mal fertig. Dann gehen wir so. Ganz nach oben. Ganz nach unten. Und darüber. Und tada! Ich glaube, ich hab's verkackt. Ne, warte, halt! Ha! Boah, das war jetzt einfach. Was ist das, ein Kojote? Sieht so aus, ne? So wie der dumme Kojote beim Roadrunner. Ihr wisst schon, der Mimi. Oder ist ein Wolf, kann auch sein. Ja, klar, Wolf, Fenrir. Hm?
Das im allgemeinen Sprachgebrauch weißer Wolf genannte Sternbild Fenrir wurde von Schularen schon immer als eigentümlich erachtet. Vor allem, weil Wölfe in der Kultur des alten Tevinter keine besonderen Platz einnahmen. Für viele ist genau diese Tatsache auch das Hauptargument für die These, das Reich habe vorsätzlich ältere elfische Namen verschiedener Sternbilder ersetzt. Im Falle Fenris wäre zum Beispiel ein Bezug zu Fenharel, dem alten elfischen Gott der Täuschung, naheliegend. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Das ist eher so Elfen-Style, also gerade Wölfe und so weiter. Andere Stimmen behaupten, es gäbe eine weitaus ältere Legende, der Neromian über einen Wolf, der vor Jägern in die Himmel flieht. Aha, okay, cool. Kann er fliegen oder was? Na gut. Allerdings wurde nie nachgewiesen, dass diese Legende tatsächlich existiert. Aus einer Abhandlung über die theodische Astronomie von Schwester Auron Petrachius. So. Ich glaube, eines müssen wir noch machen. Ich glaube, es sind hier drei Astrarien wieder, die dann praktisch irgendwann uns den Weg zu dieser Schatzkammer zeigen. Deswegen mache ich es halt, ne? Erstens ist es eine nette Abwechslung zwischendurch. Ne, so ein kleines Rätsel, so ein bisschen. Kann man sich schön blöd anstellen oder eben nicht. Andererseits ist es auch dann eben eine Belohnung, die auf mich wartet. Ich glaube, ich habe bisher selten was drin, aber Gold gibt es dann immer. Im Zweifel. Was? Koravakus? Okay. Will ich da wirklich rein? Ich meine, mal im Ernst. Wo komme ich da hin? Und ich habe ja so gesehen, glaube ich, noch gar keine Quest für, oder? Oder doch? Oh, warte mal, da leuchtet was. Ärger mit der dunklen Blut. Ach doch. Oh. Das wird doch nicht irgendwie ein versteckter unterirdischer Zwergenteig sein. Also, Zwergenteigs sind immer unterirdisch übrigens. Aber hier? Ungewöhnlich. Weil ich glaube, die Zwerge sind doch eher in so Bergregionen zugegen gewesen. Ne? Meinetwegen, ein paar waren noch im Hinterland. Aber überwiegend gerade... ja. Gerade so in dem Bereich um die Himmelsfeste rum zum Beispiel. Das ist eigentlich so das klassische Zwergengebiet. Und theoretisch... bleibt wachsam. Da waren jetzt keine, weil es eben Orlais war. Aber unter Val Royaux können sicherlich auch noch ein paar Ruinen sein von den Zwergen, weil die waren ja theoretisch überall. Im Prinzip waren ja die Königreiche der Zwerge ähnlich umfangreich wie die an der Oberfläche, nur eben alles unten. Die hatten dann halt nur das ungünstige Problem, dass eben die dunkle Brut auch eher unter der Erde gehaust hat und naja. Ne, kleiner Nachbarschaftsstreit und dann ging es halt rund. So, ihr Freunde, wie sieht's denn aus? Wollt ihr brennen? Ja, wollt ihr. Und tschüss. Ja, es hat leider nur einen erwischt irgendwie mit diesem blöden Rudendings wieder. Also am besten ist, glaube ich, echt die Kombi, das zu kombinieren mit dem Käfig, mit dem Stase-Käfig. Das können nicht alle gewesen sein. Aber halt auch nur, wenn sie dann... weiter drin. Ja, ja, das ist mir auch klar. Nee, aber dieser Stase-Käfig funktioniert halt auch nur dann, wenn die Gegner wirklich versuchen abzuhauen. Weil ansonsten zieht der die ja auch nirgends ran. Aber ich glaube, bei größeren Gruppen muss ich echt mit dem Stase-Käfig anfangen. Weil wenn sich dann doch mal wer bewegt, weil die schwärmen eigentlich meistens dann aus, eben wegen den Flächeneffekten auch, dass dann eben das Zeug schon liegt. Jupp, genau so. Oder wenn sie einen einfach angreifen wollen. Gut, war jetzt nicht so vielversprechend. Beziehungsweise es war vielversprechend, aber es kam nichts Gescheites bei raus. Wir müssen diesen Tunnel versiegeln. Okay. Ach, da kommen sie raus. Guck einer an. Oh yeah. Weniger dunkle Brut zu Gesicht bekommen. Der Gang wurde von außen geöffnet. Hier hat irgendjemand gegraben. Ja, gut. Irgendwas wird es schon sein, ne? Ob es jetzt wirklich die Zwerge waren oder irgendwelche Schatzsucher, ist erstmal egal. Unterlagenraum, okay. Naja, vielleicht findet man hier ja was. Aber viel gibt es hier scheinbar nicht, ne? Oh, das sieht aber schick aus. Oben ist so halb auf.
Vandalaria. Hatte ich das schon mal? Scheint so, weil sonst kriegst du eigentlich einen Codex-Eintrag, wenn du neue Pflanzen findest. Pingen wir erstmal so ein bisschen durch, dass wir mal einen Überblick haben, wo was liegt. Also zwei Schriftrollen habe ich schon gesehen. Jetzt nehmen wir uns erstmal die Kisten vor. Ihr wisst schon, give all the loot to me. And only to me. Oha. Herlock Alpha, ich wollte es doch gerade sagen, der ist ein bisschen größer als die anderen, oder? Na, wieder ein Stabgriff. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Stufe 3 Stabgriff war, aber das werden wir ja irgendwann mal rausfinden. Das hat das. Also irgendwie gefühlt, die Items, die droppen für einen Mage, die sind übelst scheiße, aber mit den Bauplänen kannst du am ersten noch was anfangen. Verblasste Verhörnotizen. Die verblasste Tinte des Pergaments lässt darauf schließen, dass es aus den Unterlagen eines Gefängnisses stammt. Niemand sollte so dumm sein, die Macht zu unterschätzen, die aus Zuneigung erwächst. Denkt an meine Worte. Der Tod würde nur einen Märtyrer erschaffen. Überzeugt Talvas davon, die Wahrheit zu sagen. Gestattet ihrer Honigzunge, ihre eigenen Untaten wieder gut zu machen. Sie wollen die Autorität des Archon in Frage stellen, seinen Einfluss leugnen. Aber was werden sie tun, wenn ihre geliebte Iunia Loblieder auf den Magistrat singt? Sollte Talvas unvernünftig bleiben, entfernt ihre Zähne. Ohne ihr Lächeln wird sie sicher nicht mehr so charmant sein. Oh. Okay. Zähne ziehen als Foltermethode. Ja, gut, das soll es gegeben haben. Irgendwie übelst eklig. So, Jetzt gucken wir mal. Eine verschwundene Sklavin. In Tevinter ist ein Sklave unsichtbar. Und das, obwohl das gesamte Reich auf unseren Schultern ruht. Unsere Hände haben die Mauern von Minrathus errichtet und tragen seinen Reichtum über die zerfallenden Straßen. Schreiber wie ich halten diktierte Texte fest und verfassen Briefe, die das Machtgefüge verändern. Meine Tochter Leonora, eine Küchensklavin, arbeitet Tag und Nacht, damit sich Magistra Delphine nicht mit einer zerrissenen Robe oder einem kalten Abendessen herumärgern muss. Leonora und ich treffen uns normalerweise in der Nähe der Küche. Doch es ist schon Tage her, seit sich unsere Wege zuletzt gekreuzt haben. Und niemand hat sie gesehen. Ich muss ständig an die alten Geschichten denken, die man sich überall auf dem Sklavenmarkt erzählt. Die Geschichten darüber, dass die Ahnen ihre Städte einst mit Hilfe von Blutmagie erbauten und ihre Türme und Mauern durch grausige Rituale errichteten, wobei ihnen unsere Leben die nötige Macht verliehen. Tausende Sklaven wurden auf den Altären der alten Götter geopfert. Magistra Delphins makelloses, mit Marmor verkleidetes Anwesen ruht vermutlich auf den stummen Gebeinen hunderter Elfen. Wenn's reicht, ne? Also, haben wir ja auch in der einen Ruine schon gesehen, wo wir den Stab mit haben, mit Blutmagie und ja, wer gibt die nötige Kraft dazu? Blut. Und ja, da haben natürlich die Sklaven dann hingehalten. Die kamen ja gerade recht dann. Doch das war eine andere Zeit. Andrastes Ablehnung der Blutmagie hat dafür gesorgt, dass dieser Brauch praktisch verboten und geächtet wurde. Natürlich werden wir gezüchtigt, aber nur wenige Sklaven werden zu einem Altar geschleift oder ihres Blutes beraubt, ohne dass der Verantwortliche dafür zumindest gerügt wurde. Ah ja, ist ja toll. Dennoch, Leonora ist verschwunden und Magistra Delphine wirkt verändert. Sie besitzt eine Aura wie nie zuvor. Und es gibt Gerüchte, sie habe einen ihrer erbittertsten Rivalen in einem magischen Duell öffentlich gedemütigt. Hinter meiner Trauer fürchte ich, weiß ich, dass der Preis dafür Leonoras Leben war. Ich sehne mich danach, als Gleichgestellter mit Magistra Delphine sprechen und Antworten von ihr verlangen zu können. Doch ein derartiges Auftreten wäre für sie nicht mal mehr als ein Witz. Niemand sieht einen Sklaven. Im Geheimen verfasst von Solverin Brunn, einem Schreibsklaven im Jahre 65 des gesegneten Zeitalters. Tja. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde diese kleinen Hintergrundtexte, die, sag ich mal,
stumpf gesagt mit der Hauptstory überhaupt nichts am Hut haben, fast am interessantesten, ehrlich gesagt. Na, die vermitteln dann so ein bisschen so ein Bild, was ist passiert, wie lief's da und wie ist den Leuten so gegangen. Das vermittelt halt schon unglaubliche Storydichte eigentlich. Und spart dem Entwickler auch sehr unnötig viele Cutscenes und Zeug, wahrscheinlich. Kann man das Ganze auch in Texte packen. Wer Bock hat zu lesen, wow. Der freut sich dann über die Ergebnisse und wer keinen Bock hat, weil er hier, ne, durchrushen will, der halt nicht. Na warte, Kumpel. Achtung! Boom. Bye bye! So. Plündern. Da war wieder ein Stab drin, aber ich wette mit euch, dass der schlechter ist. Wo hat's denn da jetzt gepinkt? Ach, da hinten noch was zum Looten. Loot, loot, loot. Nee, also ich kann mir kaum vorstellen, dass das Zeug, was hier droppt, wirklich brauchbar ist, aber... Naja, wie gesagt, Gold kann man ja immer noch draus machen. Oh, da ist noch eine Kiste. Gib, gib, gib. Na? Jetzt. Bin ja mal gespannt, auf welche Erkenntnisse wir noch stoßen, aber... Hilfe? Das hat sich irgendwie unschön angehört. Oh oh. Ist das so ein großer? So ein... Wie heißen denn die nochmal? So ein Koloss von denen? Die wir vor allem am Anfang in Dragon Age Origins auch hatten? Diese übertrieben riesigen Typen mit den Hörnern? Die Giganten? Ach, keine Ahnung. Wie hießen denn die nochmal? Marodeur? Nee, auch nicht. Naja, ich glaube, wir werden es bald rausfinden. Weil scheinbar ist einer von diesen lustigen Knaben hier in der Nähe. Wird ja wohl kaum noch ein Erzdämon sein. Wäre ein bisschen ungünstig, weil dem willst du eigentlich nicht einfach so über den Weg laufen. Vor allem nicht in seinem Wohnzimmer. Okay, ich schätze mal, was auch immer da so rumgrunzt, das steht jetzt hinter dieser Tür. Oder hinter einer Tür, die hinter dieser Tür steht. Und da dahinter. Ach, keine Ahnung. Klopf, klopf. Ja, hallo. Das erst... Oh. Oh, warte, hier. Der hat den bestimmt. Eine zerknüllte Notiz. Nichts deutete darauf hin, dass dieser Ort über einem Eingang zu den alten tiefen Wegen errichtet wurde. Ja, sag ich doch. Die Komplikationen mit der dunklen Brut waren zwar unangenehm, aber wir sind mit denen fertig geworden, die rauskamen. Und jetzt will ich nichts mehr davon hören. Wir können die südliche Ausgrabungsstätte sichern. Ihr werdet in den Gängen weiterarbeiten und zwar ohne jede Beschwerde. Sonst benutzen wir euch als Ablenkungsmanöver gegen weitere dunkle Brut. In beiden Fällen Lydia Corypheus. Servus. Ja, okay. Venatori, Sie haben hier gegraben. Vermutlich war die Freilegung von Stollen der Dunklen Brut nicht Teil des Plans. Dunkle Brut und Venatori. Na bravo. Ja, ist eine lustige Kombi. So. Okay. Noch ist hier nichts zu sehen. Geht's hier wieder raus, oder? Ah ja, tatsächlich. Allerdings... Erklärt das immer noch nicht das, wo das Geräusch herkommt. Und jetzt mal im Ernst, lassen die mich einfach zum Ausgang laufen, das wäre ein bisschen arg billig, oder? Ich habe schon so viele Spiele gespielt, ich muss misstrauisch sein. Okay. Ah, warte mal. Sind wir jetzt vielleicht in dieser Ruine, wo wir vorhin nie rein konnten? Das könnte übrigens sein, ne? Das sieht fast danach aus. Was ist das hier denn? Was? Oh, ein Riese. Okay, dann ist doch keiner von der Brut, aber ein Riese ist auch nicht unbedingt angenehm. Na, komm doch her, Fettsack. Ach Gott, siehst du heute wieder scheiße aus, ne? Schon länger nicht mehr in den Spiegel geschaut. Wow! Geh weg von mir, geh weg von mir. Ich bin ja lieb, ich bin ja lieb, ich sag ja nichts mehr. Ja, dass ich lieb bin, mal gelogen.
Blöd, dass die Rune nicht ausgelöst hat. Der ist nämlich gerade im richtig falschen Moment weggelaufen. Ja, im richtig falschen Moment. Ihr habt richtig gehört. Na, die Rune klatscht schon rein, wenn sie trifft. So, er geht in die Knie. Das sollte es dann auch gewesen sein, gleich mit dir, Freundchen. Yep. Bye, bye. Junge, bist du hässlich. Ja, genau. Halt mir deinen Arsch ins Gesicht. Bäh. Die Männer hier waren Arbeiter. Irgendjemand muss sie beaufsichtigt haben. Ich bezweifle, dass sie noch hier sind, um die dunkle Brut abzuwehren. Hat wer Bock auf Parmesan? Oder vielleicht ein paar behaarte Riesenbeine? Ich hätte welche im Angebot. Ganz billig. Ehrlich. Naja, gut, okay. Vielleicht doch nicht. Ist zwar geschäftstechnisch nicht unbedingt gute Werbung, aber ich glaube, wenn man mir es angeboten hätte, ich hätte sie wohl auch nicht genommen. Aber einer von euch will bestimmt. Da ist eine Kiste. So, wo sind wir denn jetzt? Alter, immer noch nicht. Bin mal gespannt, wo wir da rauskommen jetzt. Ich hätte gern lieber die Weltkarte als diese ranzige Karte von diesem Scheißhof, ey. Das ist doch eh klar, wo ich bin und wo es rausgeht, oder? Warte mal da. Oh, da liegt noch was. Pläne der Venatori. Ihr solltet eure Zweifel für euch behalten. Unsere Informationen wurden von Corypheus treuesten Dienern an Lucanus weitergegeben. Seid dankbar, dass ihr überhaupt kommen durftet. Denkt an die Macht, die in dieser Ödnis liegt. Wir müssen sie nur finden. Und nach der Befreiung müssen wir uns nie wieder auf Lyrium-Tinkturen oder primitives Blutvergießen verlassen. Ist es nicht jedes Risiko wert, selbst ein bisschen Gott zu werden? Erzählt mir nicht, dass euch das nicht gefiele. Wir müssen jede Ader erschöpfen, wie gering sie auch sein mag. Alles andere hieße, ihn zu entehren. Ich muss unseren Fortschritt im Vor-Echo-Rücken überprüfen. Bei meiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht. Servus. Ich schätze mal, wenn wir jetzt hier weiter rumlaufen, dass wir irgendwann auf diesen Typen treffen, weil die Quest sagt ja, wir sollen ihn suchen. Und jetzt? Oha! Schicke Tür, muss ich sagen. Naja, dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Machen wir doch den kleinen Cliffhanger. Was steht hinter dieser Tür? Man weiß es nicht. Ihr müsst wohl auf die nächste Folge warten, um das zu erfahren. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Schreibt was in die Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wie gesagt, Thema Sendeplan. Ganz wichtig, guckt mal rein, überlegt euch was. Schreibt was rein. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, schaut mal bei Twitch bei mir vorbei. Bis dann. Ciao, Leute.